Der spießige Professor letztendlich lässt sich mit der Tänzerin ein. Eine hinreißende Geschichte, nicht? Von einem gescheiterten Professor. Ich glaube, das ist doch, ist es das, was verfilmt worden ist mit Marlene Dietrich? Auch wieder so dieses Thema der unmöglichen Liebesbeziehung. Und auch dann aber auch wieder der Selbstaufgabe. Wie sie da so sitzt, diesen doch sehr deutschen Mann verführt. Sie nutzt ihn irgendwie aus, soweit ich mich erinnere. Da geht es um einen intelligenten Intellektuellen, der dem Reiz einer schönen Frau verfällt und alles sein lässt. Das könnte ich jetzt mit Ihnen auch machen. Worum geht es in Heinrich Manns Professor Unrat? Es geht um die Geschichte eines Gymnasialprofessors. Mit Sicherheit spielen da Heinrich Manns eigene Erfahrungen in seinem Lübecker Gymnasium eine Rolle. Professor Unrat trägt diesen Namen als Spottname seiner Schüler, deren Schrecken und Karikatur er ist. Er heißt natürlich eigentlich der Professor Rath und immer schlägt ihm in Klassenzimmern und auf den Straßen der Name Unrat entgegen, was ihn fürchterlich ärgert, ohne dass er etwas dagegen tun kann. Die Geschichte ist außerordentlich satirisch angelegt. Sie zielt auf die Demontage dieses Gymnasialprofessors, der im Namen der klassischen Tradition, also der antiken Bildungsgüter, die Seelen seiner Kinder demontiert und verbiegt, der im Namen von Sitte und Ordnung seinen Schülern bis ins Bordell hinterhersteigt, um dann selber, feine Idee, einer zweifelhaften Künstlerin, Rosa Fröhlich wird sie genannt, rettungslos zu verfallen, seine gesamte gesellschaftliche Stellung zu riskieren, weil er mit ihr ein gemeinsames Leben beginnt und außerdem auch sein ganzes Vermögen dabei verliert, aus dem wohlanständigen, aber extrem grotesken Gymnasialprofessor wird ein Hasardeur, wird ein sozialer Rebell, der in der Katastrophe endet. In dem berühmten Film Der blaue Engel aus dem Jahre 1930 ist es ja wunderbar in Szene gesetzt worden.